So, willkommen zurück zu einer weiteren Folge Brief Edge. Und was wollte ich gesagt haben? Wir haben am letzten Mal die Blaupause aktiviert von dem Elektronika-Raumanzug. Und wir wollten hier ein bisschen ausbauen. Jetzt meine Frage. Wenn ich jetzt hier einen Korridor dran mache. Boah, kleines Wohnmodul. Achso, da brauchen wir erstmal die ganzen Sachen, ne? Baukasten und zwar Metall. Kann ich hier sowas auch einfach anknüpfen? Oder brauche ich da einfach so einen Transportplattform. Raumfahrtstore für Kleinfahrzeuge. Sie öffnet automatisch und schließt automatisch und werden ebenfalls automatisch außer Betrieb genommen. Okay. Decken. Stationsbildschirm. War denn der Korridor? Wir hatten noch so einen Korridor gehabt, ne? Ich weiß, dass wir einen Korridor hatten. Hier, Korridor. Ah, hier. Was brauchen wir denn dafür? Einfach nur einen Baukasten. Ja, den haben wir, das weiß ich. Aber erstmal den. Was brauchen wir denn dafür? Lass mal gucken. Ausrüstung. Da ist er. Harz, zweimal Aluminium und Stoffrolle. Irre, kriegen wir hin. Kriegen wir auf jeden Fall hin. Pass auf. Ich hole mal eben Baukasten und so. Ich würde ein bisschen ausbauen. Unser kleines Stationchen. Unser Raumstationchen. Stationchen. Wir haben nämlich Baukästen, das weiß ich. Und nicht nur einen. Nein, gleich zwei an der Zahl. Haben wir denn noch Stoff? Wir haben keinen Stoff mehr, ne? Aluminium haben wir, aber wir haben keinen Stoff mehr. Das heißt, wir müssen ein bisschen Stoff holen mit der Schere. Habe ich irgendwo... Schere habe ich dabei. Pass auf. Wir brauchen Stoff, ne? Aber ich wollte ja sowieso die Base ausbauen. Das heißt, das mache ich jetzt erstmal als erstes mit euch, dass wir jetzt erstmal einen Korridor dran bauen. Mal gucken, wie das funktioniert. Hui, so. Genau, ich würde einmal weiter nach da bauen. Korridor. Bestätigen. Ja. Ach, so sieht das aus. Okay. Und jetzt könnten wir theoretischerweise hier nochmal einen bauen. Oder, lass mal gucken, Blöcke, nee, Module. Was ist, wenn wir hier so ein zweimal Baukasten, was haben wir denn hier gebaut, was war denn das hier, das ist ein, 1, 2, 3, das müsste theoretischerweise eigentlich das sein, ne, Service-Modul. Transportmodul. Ein Transportmodul mit 12 austauschbaren Wandblöcken. Es ist groß und nutzlos. Du kannst ganz eine Flotte an Shuttles andocken. Dieses Modul ist nützlich, um eine Party mit Freunden zu veranstalten. Das bedeutet nicht in diesem Spiel. Ja, schön. Es ist aber ein Transportmodul. Service-Modul können wir. Forschungstisch und so weiter. Okay, Strom, lalalala. Kleines Wohnmodul. Ein Wohnmodul mit 4 austauschbaren Wandblöcken. Die anspruchsvolle Option für den Bau. Dient als idealer Ort zum Entspannen, Essen. Pornografieren in einem gemütlichen kleinen Raum. Auch schön. So. Aber wir haben kein Lager, ne? Mist. Service-Modul. Zweimal Baukasten, einmal Elektronik. Wisst ihr, was wir jetzt machen? Wir holen uns erstmal die Ressourcen hier alle rüber. Da hätte ich jetzt Bock drauf. Ein bisschen hier, pass auf. Das wird jetzt ein bisschen Fummelarbeit, ist nicht schlimm. Hier kommen wir sowieso nicht. Hier haben wir sowieso einmal Strom und einmal Sauerstoff. Deswegen würde ich jetzt hier einmal ein bisschen anfangen, Ressourcen zu lagern. Fürs Erste.
können von mir aus auch gerne ein Radio hinbauen, damit wir ein bisschen Musik haben und so. Theoretischerweise könnte ich auch eigene Musik einspielen. Das ist Blei. Kann ich auch Blei einfach wieder da so hinschmeißen, dass es alles so ein bisschen nebeneinander liegt? Ja. Ich weiß nicht, ob das sortiert bleibt hier demnächst. Müssen wir gucken. So, Essen. Aluminium. Ja, nice. Kabel und Dings schmeiße ich mal hier so ein bisschen zusammen. Okay. Dann hier so außergewöhnliche Teile schmeiße ich mal hier hin. So, genau die Zelle. Okay, dann holen wir mal den Rest. Das wird jetzt ein bisschen nervig, ich weiß, aber dann sind wir wenigstens einmal da drüben. Ich guck mal gleich, was ein Radio kostet. Und dann haben wir wenigstens die ganzen Sachen einmal da. Ja, dramatische Musik. Und Inventar voll. Juhu. Ich beeil mich jetzt. Ich düse einfach. Ach, so sieht das aus mit dem Dings. Okay, mit dem Korridor. Gut zu wissen. Gut zu wissen. Lalalalalalala. Ich hätte gern einen Kühlschrank, wo man dann noch Essen und so lagert. Das wäre noch toll. So, warte mal. Essen hatten wir hier und so, ne? Ich weiß ja, ob das jetzt die idealste Lösung ist. Müssen wir uns überraschen lassen. So, Rindfleischdosen und so dahin. Aluminium hatten wir hier. Ja, wie gesagt, wird sowieso sich ein bisschen kreuzen, aber dann haben wir das ein bisschen sortiert. Also apropos Essen. Ich hau mir mal direkt mal so ein Steak hinter die Kiemen. So, dann haben wir hier nochmal die fürs Essen. Das ist ja auch für Essen. Honig genauso. Okay. Metall. Metall mache ich mal hier. Und Plastik mache ich direkt mal daneben so ein bisschen. Kommt da noch ein bisschen dazu. Stoff. Ja. Hier so. Gummi hatten wir das schon. Das hatten wir, glaube ich, hinten, ne? So, das sind die außergewöhnlichen Teile. Sieht ein bisschen sortierter aus, muss man tatsächlich sagen. Hätte ich das mal von vornherein schon ein bisschen gemacht. Da ist auch nochmal Essen. So, zack, Essen. Na, müsste wohl ein bisschen da bleiben. Genau, so, Aluminium, lalalala. Ja, das, diese Mini-Häufchen, die machen schon mal ein bisschen was aus. Pass auf, ich mach das mal hier mit Stoff und so zusammen vernünftig. So, genau. Die außergewöhnlichen Sachen, wie das Tonband da verschlüsselte, packen wir auch mal hin. Mein Gott, mich verlassen schon die Worte, weil ich so aufgeregt bin, weil das alles so spannend ist mittlerweile. Gott, oh Gott, oh Gott. Dahinter liegt noch was. Alles, ne? Zumindest hier haben wir jetzt alles. Das nehmen wir auch noch mit. Das können wir nicht mitnehmen. Das nehmen wir noch mit. Okay. Haben wir voll? Inventar ist voll. So, da kann man nämlich dann einfach von jetzt auf gleich einfach zugreifen und so. Und dann würde ich auch so ein bisschen die Base weiter ausbauen. Achso, apropos trinken, ne? Gönnen wir uns mal eine Pulle. Nein! So, was haben wir denn da? Nahrung, hier. Nahrung ist hier. Dosen haben wir auch hier. Wir haben so viele Rindfleischdosen gesammelt. Das ist einfach unglaublich. Plastik hatten wir hier, glaube ich. Genau, hier haben wir Plastik. Magnete und so packe ich mal hier bei diesen Dings dabei. Hier fange ich mal an, veredeltes Metall zu platzieren und Schere und so. Nein! Wo sind die hin? Nein, die sind weg! Scheiße. Egal. Dr. Ripleys Bericht, dann haben wir hier noch ein UFO. Ist hier so Zettel zum Lesen. Aber gar nichts. Irgendwie unwichtiger ist Schrott. Unwichtiger Müll. So. Gummi haben wir auch genug. Okay, ich hoffe, die Ressourcen verschwinden jetzt nicht einfach hier. Das wäre echt doof.
Den packen wir mal dahin, so. Wissen wir auf jeden Fall, dass das der Anzug ist. Hier sind, wie gesagt, die ganzen Utensilien. Eis, ja, kommt bei Nahrung hin, hier. Und Kabel kommt wieder hier hin. Das Problem ist, wir haben jetzt natürlich noch im... Wir haben jetzt noch das ganze Lagersystem voll. Also oben in der anderen Raumstation. Mal eben gucken, was kostet uns denn? Kann ich denn hier einfach anknüpfen? Warte mal, bauen. Achso, wir brauchen... Zweimal Baukasten, ne? Zweimal Baukasten, einmal Elektronik. Zweimal Baukasten, einmal Elektronik. Ja. Alter Schwede. Alles mitnehmen. So. Gucken wir mal. Weil ich würde vielleicht einen Raum machen, wo nur Lager ist oder so. Ach ja, schön. So. Ärgerlich, dass die Scheren weg sind, ne? Aber Scheren finden wir bestimmt wieder. Jetzt nicht so schlimm. Plastik hatten wir hier. So, alles weg. Genau. So, dann haben wir hier wieder Nahrung. Verhungern werden wir nicht. Wir haben genug da. Können wir ein paar Wasser und so her... Ein bisschen Wasser herstellen und so ein Kram alles. Wäre jetzt nicht so das Problem. Metall. Also hier den Magnet hatten wir, glaube ich, hier gehabt. Ne? Genau. Das packe ich auch dahin. Elektronik packe ich auch mit dabei. Metall haben wir hier. Die Glühbirne. Na, wo willst du hin? Du bleibst mal schön hier. Die Glühbirne, die packe ich mal hier mit bei, oder? Ich bin mir nicht sicher. Oder? Na, willst du wohl da bleiben? Das ist doch nicht wahr. Bleib hier, Mann. Ja, so. Pack die Glühbirne mal hier hin. Das Glas. Glas. So viele Ressourcen. Glas vielleicht mal hier. So, das sieht schon mal ein bisschen. Das sieht schon mal ein bisschen besser aus. Wie gesagt, die Seite müssen wir jetzt nicht groß dran. Ich würde noch einmal gucken, wie wir das hinkriegen mit den. Also wir brauchen zweimal Baukasten. Und was war das noch? Lass mal eben schnell schauen. Zweimal Baukasten, einmal Elektronik. Elektronik haben wir. Und zweimal Baukasten, den haben wir. Wo haben wir den? Gummi, Harz, Titan. Gummi? Harz. Harz haben wir noch drüben. Müssen wir holen. Titan ist glaube ich, auch noch drüben, wenn ich richtig entsinne. Und Elektronik haben wir ja auch noch. Müssen wir auch ein bisschen farmen, demnächst Elektronik. Wenn es so weitergeht. So. Titan. Guck mal, wir haben sogar noch Werkzeuge hier. Auch noch. Vielleicht lassen wir auch ein bisschen was hier. Einfach, obwohl, was wir drüben haben, haben wir drüben, ne? Alkali, Batterie, Elektronik. Okay. Würde ich sagen, gehen wir mal drüben eben schnell einmal den Block noch bauen. Also Werkzeugkasten. Obwohl, wir brauchen zwei davon, ne? Wenn ich es richtig gesehen habe, brauchen wir, glaube ich, zwei davon. So, Gummi. Einen brauchen wir ja. Harz haben wir, glaube ich, noch gar keinen Platz und Titan, ne? Ja, pass auf. Ich guck mal eben hin. Können wir denn schon... Ja, Baukasten. Ah ja, einen haben wir ja noch. Das heißt, zwei brauchen wir. Zwei haben wir. Ich gucke nochmal eben schnell in Blöcke. Module. Einmal Elektronik. Haben wir. Könnten wir bauen. My question ist jetzt. Können wir den einfach dran bauen hier? Geht das? Das funktioniert? Meine Frage jetzt, wenn wir reinlaufen. Haben wir sogar Sauerstoff? Das ist super praktisch.
Das heißt, wir könnten theoretischerweise hier unser Lager machen. Aber da müssen wir immer hin und her rennen, ne? Ich würde einfach mal hier weiter lagern. Einfach, weil wir gerade so frisch dabei sind. So, Glühbirne hatten wir hier, ne? Die sind so klein, dass wir die verlieren hier. Batterie. Packe ich mal hier zu den Elektronik-Sachen dabei. Alkali würde ich hier zwischen auch packen. So, genau, die Alkali-Säcke. Plastik haben wir hier noch. Wir brauchen noch einen Platz für Harz. Aluminium hatten wir auch. Der war hier. Und dann brauchen wir noch Titan. Titan machen wir hier hin. Scheren hatten wir eigentlich auch hier schon platziert, aber irgendwie sind die verschollen. Deswegen würde ich mal eine Schere hier platzieren. Oh, die ist wieder weg. Großartig. Großartig. Das mit den Scheren ist ärgerlich. Blei. Hatten wir Blei schon? Ja, hier. Blei. Und Salz. Salz gehört ja zur Nahrung, ne? Mach ich mal hier hin. Okay, pass auf. Dann hole ich noch eben schnell den Rest. Weil dann hat sich das eigentlich mit der Base eigentlich so gut wie erledigt, weil dann brauchen wir da nicht mehr hin. Und, ja. So, dann haben wir den Container leer. Den mache ich jetzt noch eben schnell leer. Ein Kondom lasse ich drin. Egal. Falls wir noch mal eins brauchen. Meine Frage ist, ob man halt auch einen Ausgang da dran bauen kann, einen Eingang. Weil das mit dem hier oben reinfliegen nervt ein bisschen. Ich meine, das mit nach unten haben wir ja schon mal probiert. Das ging ja gar nicht mal so toll. Da haben wir ja irgendwie immer... Da haben wir die Leiter leider nicht greifen können. So. Dünger haben wir noch gar keinen Platz für. Honig hatten wir hier. Genau wie die Dosen. Alter, der Essensplatz, ne? Ist unglaublich. Synthetischer Dünger gehört theoretischerweise auch dazu. Würde ich jetzt einfach mal da platzieren. So. Das sieht doch großartig aus. So. Vielleicht machen wir einen Tag einfach mal so eine Essensrunde. Ich traue mich gar nicht, Scheren hinzuschmeißen. Puh. Okay. Puh. Scheren. Ja. Salz hatten wir auch hier. Kondom packe ich auch mal hier mit hin. Bei den Scheren so ein bisschen so. Okay. Und genau. Das Band. Ja, keine Ahnung. Tabletten für Impotenz. Ich weiß, keine Ahnung. Ich schmeiß einfach hier hin. So. Dann haben wir noch das gelbliche Wasser. Schwarmarama. Und Gummi haben wir noch bei uns. Und noch die Werkzeuge. Die müssen wir auch noch platzieren. Gummi. Gummi. Werkzeuge würde ich tatsächlich nebenan machen. Weil sonst haben wir den Raum ja eigentlich erstmal verschenkt. Weiß nicht, was wir hier noch reinbauen. Die Scheren packe ich mal weg. So. Die können hier bleiben. Genau. Die Scanner. 7 Haltbarkeit. 13, 8, 10. Dann nutzen wir erstmal die, die verbraucht sind. Der kann hier bleiben. Und der Zehner. So. Opas Rückenkratzer kann auch hier bleiben. Und genau, die Sachen benutzen wir. Den magnetischen Schlüssel lasse ich auch erstmal hier nutzen. Bringt eigentlich nur unnötig Platz weg. So. Gut, haben wir das auch soweit? Ja, endlich. Jetzt können wir quasi hier gemütlich uns immer austoben. Ich guck mal eben, was so ein Radio kostet, damit wir hier ein bisschen Musik haben hier in der Kaschemme. Boden, Radio, hatten wir nicht Radio, Wände, Decke, sonstiges hier. Elektronik und Plastik. Plastik und Elektronik. Machen wir das doch mal. Bauen, Dekoration, sonstiges, Radio. Wo platzieren wir es denn mal? Können wir es hier oben drauf platzieren? Hier. Ich drehe es mal. Ich bin mir nicht sicher, wo jetzt vorne und hinten ist. Warte mal, die Antenne ist bei dem Hebel hinten. Das heißt, gucke. Dekoration, sonstiges. Okay, die Antenne ist hinten. Das heißt, also ist quasi bauen.
Dekoration, sonstiges, Radio. Also müsste das jetzt vorne sein. Nice. Sehr schön. Ich kann es aber nicht einschalten. Nein, es ist nur Deko. Ich sollte aufhören, da immer dran zu denken, dass das funktionale Objekte sind. Aber das ist nur Deko. Gibt es denn überhaupt ein Radio, was man überhaupt einschalten kann? Das heißt, ich sollte hier nicht gucken. Das heißt, ich könnte nur über Blöcke dann gucken. Oh, wir haben noch gar nichts gesehen vom Spiel, glaube ich. Ich glaube, das kommt alles noch. Ach du Heiliger, das Auto wäre ein Traum. Das Auto wäre echt ein Traum. Brief Edge Energiekern mal 2. Haben wir noch nicht. Keine Ahnung, wo wir den herkriegen. Ein Auto, ich werde verrückt. Das wird bestimmt auch lustig. Freunde, wir haben einiges geschafft. Wir haben auch noch einiges zu tun. Ich würde aber trotzdem bei dieser Folge das erstmal so belassen. Haben wir heute nur quasi so ein bisschen aufgeräumt. Ist ja nicht schlimm in dem Sinne. Aber dafür haben wir ein bisschen sortiert, kann man sagen. Dass wir hier wenigstens jetzt ein bisschen Überblick haben. So, dass wir quasi uns ein bisschen hier vernünftig organisieren können. So, das heißt, ich würde vielleicht jetzt noch ein bisschen Nahrung und so herstellen, weil wir es gerade können. Eis und so, beziehungsweise zu trinken. Nahrung haben wir ja mit dem Fleisch. Das würde ich jetzt nochmal eben schnell machen. Wasser herstellen. Schade mit dem Radio. Mann, ich muss das echt, dass das halt nur Dekoartikel sind. Halt zum Dekorieren und so, ne? Trotz alledem, ja, würde ich jetzt so langsam auch zum Ende kommen. Heißt, in der Folge haben wir nur Lagersystem eingerichtet. Also im Prinzip erstmal so ein obligatorisches Lagersystem, muss man sagen. Und, ja, damit der Flexi in der Zukunft gut vorbereitet ist, würde ich sagen, trinke ich mal 2 Flaschen Wasser, gönne mir ein gebratenes Steak, wenn ich drankomme. Jo. Und dann sind wir in der nächsten Folge bereit, weiter zu erkunden und weiter zu bauen und weiter zu machen und zu tun und so weiter. Und ich würde mich freuen, wenn ihr wieder einschaltet bei einer weiteren Folge Brief Edge. Also macht's gut. Tschüss.